Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen spontanen Radtour am Rhein entlang zwischen Düsseldorf Süd und dem kleinen netten Örtchen Zons. Hier auf der Karte könnt ihr unseren geplanten Rundkurs sehen. Aber es kam alles ein bisschen anders. Ja, hier sind wir auf dem Weg zu der Fähre von Himmelgeist, die rübergehen sollte nach Üdesheim. Ja, wir haben dort einen schönen kleinen Parkplatz gefunden in Alt-Himmelgeist und fahren nun hier den Zubringer hinunter zu der kleinen Fähre. Ja, ich glaube, die MS Franziska, so heißt das kleine Fußgängerbötchen bzw. Fährchen, was hier, wie ihr hier oben auf der Karte sehen könnt, beim Schloss Mickeln, wo Himmelgeist ist, auf der rechten Rheinseite, ja, sollte eigentlich heute fahren, am 7.7.2019, bei schönem Wetter. Ja, leider war dem nicht so. Vielleicht war das Wetter ja nicht schön genug für die Fähre. Es steht ja da bei schönem Wetter. Ja, ihr seht dort oben, wo der Kreis war. Ja, wir waren wohl nicht die Einzigen, die vorhatten, mit der Fähre rüberzusetzen. Schade, schade. Und ein herzliches Dankeschön an die Fährenbetreiber. Ja, nun fahren wir wieder zurück und es greift Plan B. Also fahren wir hier auf der rechten Seite, übrigens links, einen Eiswagen. Also man ist hier am Rhein entlang eigentlich immer relativ gut versorgt. Sei es jetzt mit einem Eiswagen oder mit Gaststätten. Ja, also bis auf eine Stelle hier, wo ein Industriehafen ist, aber da kommen wir später zu. So, nun radeln wir aber durch den Himmelgeister Rheinbogen Richtung Süden, also rheinaufwärts auf der rechten Rheinseite. Ja, der Himmelgeister Rheinbogen, bei Düsseldorf Tourismus steht zu lesen, der Himmelgeister Rheinbogen ist ein gut erhaltenes Beispiel für die typische niederrheinische Kulturlandschaft. Er wird geprägt durch den Wechsel von Wiesen und Ackerflächen, die durch Pappelreihen, Hecken und Feldgehölze gegliedert werden. Die seit 1996 als Naturschutzgebiet ausgewiesene Fläche ist 214 Hektar groß. Bei einer Erfassung des Pflanzenbestandes, ja, hier habe ich übrigens kurz mal einen Halt gemacht, weil die Kuhherde, die lacht da so schön in der Wiese, ja, könnt ihr ja hier jetzt auf dem Foto sehen, fand ich so richtig nett und sah richtig idyllisch aus. Okay, ja, was wollte ich sagen? Diese seit 1996 als Naturschutzgebiet ausgewiesene Fläche ist 214 Hektar groß. Bei einer Erfassung des Pflanzenbestandes, die 1997 durch die biologische Station Haus Bürgel vorgenommen wurde, konnten dort 336 verschiedene Arten festgestellt werden. 19 Arten stehen auf der roten Liste der in ihrem Fortbestand bedrohten Arten. Ja, charakteristisch für das Landschaftsbild sind die alten knorrigen Kopfweiden, die auf Wiesen und Weiden stehen und deren Äste früher zum Flechten von Körben benutzt wurden. Die Kopfweiden sind Elemente der Kulturlandschaft. Die typische Kopfform entsteht durch menschliche Nutzung. Silberweiden werden in einer Höhe von etwa 3 Meter geköpft. Die Weiden treiben im nächsten Jahr wieder aus. Junges, biegsames Flechtmaterial wächst heran und wird erneut geschnitten. Mit der Zeit bildet sich so die typische Kopfform heraus. Korbflechter gibt es inzwischen allerdings kaum noch. Daher werden die Bäume heute von der städtischen Landschaftspflegestation Hexhof gepflegt.
Nur durch regelmäßige Zurückstutzung der Äste kann ein Auseinanderbrechen der ökologisch wertvollen Weiden verhindert werden. Auenlandschaften gehören wegen ihres Reichtums an Pflanzen und Tieren zu den wertvollsten Lebensräumen in der Natur. Die bunten Blumenwiesen auf dem Itterdamm weisen Kostbarkeiten aus dem Reich der Flora auf, die sonst kaum noch zu finden sind. Glockenblumen, Wiesensalbei, Acker, Witwenblume, Kronwicke, Wiesenknopf und Herbstzeiten. Von Weitem haben wir zur Linken schon die Modellflugzeuge fliegen gesehen. Wir erreichen jetzt hier auch zur rechten Hand den, den Campingplatz hier zur rechten, könnt ihr sehen. Und links gleich die nächste Einfahrt geht es hier zu dem Modellbautreffen oder wie auch immer man das nennen möchte. Und gleich machen wir auch einen kurzen Halt, weil wir dort ein paar sehr schöne Naturpflanzen, hier Wildkräuter gesehen haben. Hier ein Bild mit einer wunderschönen Karde. Das wollte ich euch mal so ein bisschen zeigen zum Thema Insektensterben. Also wenn es an mehreren Stellen so aussehen würde, ich denke, dann hätten wir diese Probleme nicht so. Aber okay. Als nächstes müssten wir hier jetzt leider einen Schlenker machen, sozusagen. Wir umfahren jetzt hier einen Industriehafen. So wie man es zumindest auf Google Maps sieht, sieht es so aus, als ob da ein Kohleverladestation ist. Ist sogar mit einem Bahnanschluss. Und ja, wir müssen das leider umfahren. Wobei ich mich immer frage, ob das wirklich alles noch so genutzt wird. Aber naja, gut. Wir umfahren das jetzt. Das ist hier bei Itter. Es geht hier jetzt durch die am Trippelsberg, nennt sich das hier. Und man muss da leider jetzt so ein Stückchen durch ein bisschen doch größere Ansammlung von Industriegebäuden fahren. Also sicher auch einiges hier an Industrie, wie man sieht, anhand der LKW, was hier so alles angesiedelt ist. Also gut, heute ist ein Sonntag, der 7.7. Es ist also gefühlt, als ob der Sommer mal eine kleine Pause machen würde. Nun ja, deswegen fuhr wohl auch die kleine Fähre bei Himmelgeist nicht. Anscheinend muss die Sonne volle Pulle scheinen, damit sich da dann die kleine Fähre auch wirklich bewegt. Wir kommen übrigens hier auch an der Wassergewinnungsstation vorbei. Hier zur Linken, wenn ihr denn schaut, wo das Trinkwasser für Wuppertal herkommt. Ich weiß nur aus früheren Zeiten, dass mir mal jemand gesagt hat, im Wuppertaler Westen, also so Wuppertal-Vohwinkel, dass das Wasser früher so ein bisschen bräunlich aussah. Naja, gut, es schmeckte auch ein bisschen merkwürdig. Naja gut, vor 30, 40 Jahren war der Rhein ja auch nicht gerade sehr schön sauber. Ja, hier sind wir zur Rechten von der Straßenbahnlinie, die nach Benrath führt. Also die Verbindung zwischen Schloss Benrath und Düsseldorf Zentrum. Hier sind wir aber auch denn wieder am Rhein entlang und haben mit dem restlichen Verkehr erstmal so nichts zu tun. Aber das wird sich ja nachher auch wieder ein bisschen ändern.
weil wir dann auf das Benrather Schlossufer, so heißt die Straße, stoßen. Ja, gut, wir kommen natürlich dann hier auch am Schloss Benrath vorbei. Das ist jetzt hier fast schon zur Linken. Da kommt gleich noch ein Zebrastreifen, so ein Fußgängerüberweg. Ich glaube, da kommt ihr dann auch direkt zum Schloss Benrath. Hier müsste das sein, genau. Und ja gut, wer natürlich mag, kann ja auch gerne durch den schönen Schlosspark radeln. Also man darf ihn mit dem Fahrrad befahren. Für alle, die es vielleicht nicht wissen. Und es gibt dort auch ein schönes Café. Da waren wir übrigens auch schon drin. Ja, also ist ganz nett da. Gut, muss jeder selber ausprobieren und schauen, ob er das gut findet oder nicht. Ja, nennt sich das Schlosscafé am Schloss Benrath und befindet sich am Schlossweiher. Okay, ja, wir sind, wie gesagt, weiter auf dem Weg. Leider jetzt hier ein bisschen neben der Straße. Aber gut, immerhin Düsseldorf, Urdenbach hier. Wir erreichen jetzt nämlich gleich den Ortsteil Urdenbach. Und ja, kommen dann ein Stückchen durch die Urdenbacher Kempe hindurch. Ja, die Urdenbacher Kempe, ach hier, übrigens ist auch hier ein nettes Ausflugslokal, also für Kaffee und Kuchen. Ja, wir haben, ist nicht nur, dass ich euch das zeigen wollte, wir haben gerade überlegt, ob wir nicht dort schon mal eine kleine Pause machen. Aber gut, wir sind ja noch nicht viel geradelt und machen uns jetzt hier durch die Urdenbacher Kempe auf dem Weg Richtung Zons. Die Urdenbacher Kempe ist mit 316 Hektar Fläche das größte Naturschutzgebiet Düsseldorfs. Sie ist ein typisches Stück alter niederrheinischer Kulturlandschaft mit Kopfweiden. So kann man das alles nachlesen, hier auch unter Düsseldorf Tourismus im Internet. Ja, Obstbäume und wertvolle Feuchtwiesen sind hier zu finden. Sehenswert sind besonders die blühenden Obstbäume. Ja, hier zur rechten und linken, wenn ihr denn schaut, findet ihr oder könnt ihr vielleicht erahnen, sind die ganzen Obstbäume. Man kann da auch mithelfen, wenn die Ernten hier von Haus Birgel aus. Ja, und ich glaube, wer mithilft, der kann sich dann am Schluss auch ein paar Äpfelchen oder Birnen oder was auch immer dann geerntet wird, auch mitnehmen. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Aufgrund ihrer überregionalen Bedeutung wurde die Urdenbacher Kempe in das europäische Schutzgebietesystem Natura 2000 aufgenommen und genießt seitdem internationalen Schutz. Zudem unterliegt das Gebiet ergänzt um den Gerather Mühlenbach den FFH-Richtlinien. In Klammern FFH-Gebiete sind Gebiete, die für das Schutzgebietsystem Natura 2000 ausgewählt wurden. Ja, wie ihr seht, wir haben jetzt die Fähre bei Zons erreicht und wollen jetzt übersetzen. Ja, das haben wir jetzt hier auch schon getan. Und wenn ihr nicht über die Kopfsteinpflasterstraße mit dem Rad rüberklappern wollt, bis nach Zons rein, das ist nämlich so leider ein bisschen unangenehm, dann fahrt ihr so, wie wir das hier gerade tun. Ist so ein bisschen fast unten am Rhein, aber man muss hier einen kleinen Hobel nehmen, um dann doch wieder ganz klar zum Damm hochfahren zu können. Man muss dann leider auch ein bisschen den Damm hochfahren und direkt wieder auf der anderen Seite hinunterfahren. Und dann gelangt ihr auch direkt zum Zonser Parkplatz. Ja, wie ihr seht, hier ist immer ein bisschen viel los. Obwohl, wie gesagt, heute war ja das Wetter nicht so schön.
Weil die Fähre fährt ja nur an schönen Tagen. Ich weiß, habe ich schon mal gesagt, aber ja, irgendwie hat mich das doch ein bisschen geärgert. Naja, schade. Dafür sind wir jetzt hier an einem schönen Eiscafé angekommen. Wie ihr seht, wir machen jetzt hier eine kleine nette Pause. Ja, hier ein kleiner Eindruck. Ja, eigentlich habe ich vergessen, ein schönes Bild zu machen. Da haben wir da eine super tolle, leckere Waffel gegessen mit Himbeeren und frischen Erdbeeren, Eis und Sahne, volles Programm. Ja, hier machen wir noch einen kleinen Durchgang durch die Feste Zons. Das ist hier so dieser typische Tourismusstrecke, die meisten hier auch so ablaufen. Ja, wie ihr seht, ne, trotzdem es ein Sonntag war, am 7.7.2019, ist hier gerade ziemlich wenig los zur besten Tageszeit. Ja, ich denke mal, wie ihr seht ja sicher am Himmel, es war so ein bisschen bewölkt und ja, den Leuten war es wohl ein bisschen zu unsicher mit dem Wetter. Die Regenwahrscheinlichkeit lag übrigens heute laut der Wetter Angabe bei 40%, aber das darf man nicht allzu eng sehen. Für uns war es ideal bei knappen 20 Grad. Ihr seht ja, wir hatten ein bisschen das Jäckchen an und das Hemdchen. Ja, hier noch ein kleiner Abstecher in eine Seitengasse. Dort gelangt man, wie ihr seht, hier zu dieser wunderschönen Mühle. Man kann dort auch hineingehen, linke Hand, wenn ihr dann schwenkt mit der Maus. Ihr wisst ja, das ist ein 360-Grad-Video. Ihr könnt mit der linken Maustaste aufs Bild klicken und das Bild in alle Richtungen bewegen. Ja, das so als kleiner Tipp. Wer es mag, kann dort ja mal kurz anhalten und die Mühle besichtigen. Übrigens gibt es bundesweit auch den Mühlentag. Ich glaube, der war schon vor 4 oder 6 Wochen ungefähr. Ist so jedes Jahr, glaube ich. Müsst ihr mal im Netz dann schauen. Ja, hier sind wir auf dem Außenweg um die Stadtmauer drumherum. Könnt ihr sehen. Es gab da vorhin auch einen richtigen schönen Graben. Ja, weitere Informationen zu dem schönen Örtchen Zons mit seiner gut erhaltenen Altstadt findet ihr natürlich im Netz. Da will ich jetzt auch nicht speziell drauf eingehen. Das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen auch sprengen. Könnt ihr ja alles selbst entdecken. Wir machen uns jedenfalls wieder jetzt hier auf dem Weg Richtung Rheindamm. Ja, ihr seht den Himmel, es ist immer noch ein bisschen bedeckt, obwohl es am späten Nachmittag Richtung Düsseldorf dann wieder aufgelockert ist. Ja, wir sind jetzt hier, wie gesagt, wieder auf dem Rückweg. Wer es denn mag, ihr habt ja gerade gesehen, den Damm hoch kommt man nicht. Man hätte dort natürlich ein bisschen schönere Aussicht gehabt, aber ja, da war leider eine Treppe, ist mit dem Fahrrad natürlich ein bisschen doof. Wer es schafft, da hochzuschieben, wir mit unseren schweren Pedelecs von über 30 Kilo mit Akku, mit Gepäck, ihr wisst ja, ist ein bisschen schwer, da hochzuschieben, aber Gott sei Dank, man kann hier unten dann entlang radeln. Und wir sind jetzt hier wieder auf dem Weg Richtung Fähre. Ja, ihr seht jetzt hier, da ist jetzt doch ein bisschen Kopfsteinpflaster, also wenn man nicht da diese Abkürzung wie auf dem Hinweg fährt, dann hat man da ein bisschen dieses blöde Kopfsteinpflaster. Da rappelt es dann ordentlich am Fahrrad. Ja, wir sind jetzt hier wieder auf dem auf der Rheinfähre und wie ihr seht, sind wir hier jetzt wieder angekommen. Ich will jetzt auch nicht wieder den ganzen Rückweg als solches euch zeigen im Film. Ich denke mal, eine gefilmte Strecke, die Hinstrecke, reicht ja auch.
Ich habe jetzt hier nochmal halten müssen, weil ich wieder ein bisschen Steine im Schuh hatte, warum auch immer. Ja, ich zeige euch jetzt hier nochmal kurz durch das Industriegebiet deswegen, weil vor mir war dieses doch interessante Vehikel. Ja, und diese Dame habe ich dann, die kam uns an der Stelle auch gerade entgegen, fand ich doch sehr bemerkenswert. Wollte ich euch mal zeigen. Ja, mit diesen Bildern möchte ich mich dann auch vorab bei euch verabschieden und wünsche wie immer viel Spaß beim Nachradeln.